Es ist früh, kurz nach sechs. Und bevor Nadja und Theo Gehlhaar in den Hörsaal oder in die Bibliothek gehen, muss erstmal Erik versorgt werden. 16 Monate ist der Kleine alt. Die Schwierigkeiten liegen daran, dass man in der Zeit sehr eingespannt ist, dass man nicht alle Vorlesungen vielleicht besuchen kann, dass man nicht mehr so viel lernen kann, wie man das vielleicht gerne möchte, dass man auch sich nicht mehr so, dass man nicht mehr so planen kann. Es kann sein, dass das Kind plötzlich krank ist und dann fällt die Zeit halt weg vor einer Prüfung. Und das macht es ein bisschen schwierig. Ein Studentenleben mit Partys und spontanem Kaffeetrinken ist für Gehlhaar kaum drin. Jeder Tag muss straff geplant werden. Denn das Studium so kurz vor Ende wegen Erik abzubrechen, kam nicht in Frage. Die 26-jährige Nadja studiert Mikrobiologie, ihr Mann Theo Gießereitechnik. Beide schreiben ihre Diplomarbeit. Dies allein schon ist eine Herausforderung, mit Erik dazu ein Kraftakt. Man hat dann abends auch nicht mehr so die Energie, sich zu konzentrieren. Und einerseits haben wir uns natürlich überlegt, Strukturierung des Tagesablaufs. Und andererseits hat man natürlich auch die Unterstützung von den Professoren, die einem dann ein bisschen mithelfen und unter die Arme greifen und auch viel Verständnis aufbringen. Wie viele Studenten es mit Kind gibt, wird so genau nicht erfasst. Nach Schätzungen der Hochschulen, die sich auf Erhebungen des Studentenwerks beziehen, haben rund 9% der sächsischen Studenten bereits Kinder. Das ist auch in Freiberg so. Im vergangenen Jahr wurde die zweite Kindertagesstätte auf dem Campus fertig. Ein Gemeinschaftswerk der Stadt, der Hochschule und des Studentenwerks. Wir bieten jetzt 120 Plätze an zur Betreuung von Kindern. Und das ist wirklich schon sehr, sehr viel. Wir sind deutschlandweit dasjenige Studentenwerk mit der höchsten Versorgungsrate an Kita-Plätzen pro Student quasi. Für jedes Neugeborene an der Bergakademie gibt es 50 Euro Begrüßungsgeld. Und im Studentenrat existiert mittlerweile eine Arbeitsgruppe Kind. Die hat auch schon einiges bewegt, damit der Alltag zwischen Hörsaal, Labor und Wickeltisch einfacher wird. Babykostwärmer war jetzt die nächste Stufe. Es gibt jetzt auch ein Generationszimmer, wurde eingerichtet, wo Mütter auch stillen können oder ihr Kind mal schlafen legen können. Babyfon ist vorhanden, sodass man auch mal Vorlesungen besuchen kann, während das Kind im Nebenraum schläft. Studium mit Kind. Gehlhaars haben ihre Entscheidung für Erik und Diplom nicht bereut.